Na, Freunde. Was? Ich habe eine Steintafel mit Prophezeiung der Göttin und sogar einen Mana-Stein gelehrten. Petra ist ein außergewöhnlicher Ort. Schaut euch doch mal an. Petra? Welcome. Without quality armor, it won't matter how good your weapons are. Nein, es gibt neue Sachen. Oh mein Gott. Es gibt neue Sachen. Scheiße. Mein Geld geht wieder flöten. Ich sehe es schon dahin schwimmen. This is good quality. So, Nietenhelm. Alles alt. Goldroben. Aber sicher. Elfenhaube. Erstmal den Walkürenpanzer für die Dame. This is useful. Was ist hier mit dem Nietenhelm? Ist der nicht besser? Wieso ist der so schlecht? Die Elfenhaube. Walkürenpanzer? Einhornhelm, bitte? I had wanted this. So, verkaufen. Dann gucken wir mal. Dies kann weg. Dies auch. Der Druidenpanzer auch. Und hier, ich habe einen schicken Helm. Hörnerhelm? Hey, wieso habe ich jetzt... Achso, den hatte ich gefunden. Hey, wo habe ich den denn gefunden? Hä? Hörnerhelm. Nochmal, nochmal Hörnerhelm? Was? Ich bin verwirrt. Ich bin leicht verwirrt. Gift und Schrumpf. Hier, guck mal, da können wir noch einen und noch einen. Und Windschutz, Erdschutz, Abwehrring. Der Abwehrring kann weg. So, den ziehe ich wieder an. Und die hier, die sind alle ganz toll. Ja, danke, danke, danke. Ausrüstung. So, ich nehme wieder das Ritterarmband. Dankeschön. Noch einmal ein bisschen Geld über. Welcome. Aber jetzt gibt es ja noch Waffen. I have a wide variety of weapons. Variety. Ui, 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 ui. Muramasa-Klinge. Die Muramasa-Klinge. Hört sich sehr gefährlich an. Looks good. Nehmen wir natürlich den Gravitas-Flegel oder den Ultima-Flegel. Oh, Ultima. Ultima ist sehr, sehr schön. Und natürlich den Walkürenspeer. Und 1400. Junge, Junge, das war aber jetzt hier wieder ein Einkauf. Man leckt mich doch am Fuß. Aber wir können noch ein bisschen was verkaufen und haben dann Pi mal Daumen immerhin 23.000 Öcken noch im Trocknen. You're welcome. Come again. Sehr schön. Ich freue mich. So, da freue ich mich doch sehr. Und hier haben wir auch alles abgefuhrwerkt und wir sehen jetzt die Schätze. Och, das ist ja wunderbar. Mann, das macht ja richtig Spaß. So. Ruftrommel. So, das war jetzt der Lightgazer. Und wo finde ich jetzt den anderen, den ich hier noch auf der Liste habe? Den Land Umber. Der gegen Wind allergisch ist. Land Umber. Wo könnte ich den Typen denn finden? Only four left. We're halfway there. Hm. We have made it halfway. Do not lose this Genau. Nein, den Enthusiasmus werden wir nicht verlieren. Aber ich gehe nochmal eben hier. Wir haben ja so ein 3-Fragezeichen-Samen. Und ich hoffe, ich kann jetzt eins von den Mädels. Zeig mal. Abendstern erhalten. Ja, okay.
Müssen wir mal gucken, ne, was das heißt. Vitalitäts-Elixier und wieder einen leuchtenden Ring. Können wir vertickern. Und jetzt hier fünf dicke Umbra. Leuchtenden Ring. Mysterienkeks. Einiges, was wir vertickern können. Wir gehen mal vor. Nein, wir speichern eben. Nein, wir gehen erstmal, warte mal. Himmel, Arsch und Wolken zwirren. So, ich kann ja hier, ne? Ich kann ja hier Wasserschaden, ich kann Windschaden und Erdschaden und Feuerschaden. Wasser, Feuer, Erde, Wind. Das heißt Dunkelheit und Licht nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier drüben. Genau. Gut, das Windding habe ich jetzt hier drin, weil das brauche ich eh. Abendstern? Raisis Spezialgegenstand zum Wechsel in die Speersternklasse. Das ist sehr schön. Erhöht den maximalen TP um 5. Dauerhaft? Warte mal. Wer braucht das denn? Achso, ich bin ja schon eine Stufe höher, ne? Sieg richtet. Jetzt guck ich nochmal an. Wo ist der scheiß Keks? Wieso kann ich den nicht futtern? Hey, da war doch gerade ein Keks. Ist nicht ausgewählt. So. Mysterienkeks. Oh, 10 Minuten und ich bin jetzt erstmal hier unterwegs. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das günstigste, was ich jetzt gemacht habe. Aber gut. So kennt man mich. So liegt man mich. Abendstern. Der kann hier auf jeden Fall weg. Der kann hier weg. Und wieso ist der Keks schon wieder ausgewählt? Wollt ihr mich eigentlich alle verkaufen? Ohne Piepeln. So, wir haben jetzt hier die... Was habe ich gesagt? Feuer, Wasser. Ich steig mal eben. Ach, ich kann ja hier noch nicht. So, die sind eigentlich alle auf Maximum. Sie darf natürlich noch die Intelligenz nach oben. Und hier 13 Punkte. Neun Punkte, dann ist die Stärke auf Maximum. Ne, mach ich erstmal nicht. Ja, abbrechen, achso. Hier. Ich wollte schauen. Steinblitz. Also Feuer, Wasser, Wind und Erde, genau. Und sie auch. Das heißt, ich habe hier noch eine Lichtmünze. Wind und Wasser. Die kann ich aber machen. MP absorbieren ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. So mache ich das jetzt. Wind. Ich habe hier vier Windsachen. Hm.
Nein, ich habe nicht. Ich habe noch einen Dunkeldings dabei. Stimmt. Feuer, Wasser, Wind. Ja, keine Ahnung. Ach, hier aber nochmal. Erhöht die Chance auf kritische Treffer und, nehmen wir das doch mal. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So. Was wollte ich machen? Achso. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Heiligtum des Mana. So. Jetzt gucken wir eben. Ach Leute, ihr mir. I must have taken out all the enemies nearby. So, Level 50. Mann, Level 58 kann ich schon in die nächste Stufe quasi. Who is switching classes? Ja, die Raisi. Try to switch your class. Raisi, ich hol ihn mit dem Traktor ab. So, aber diesmal. Schau ich mal. Hell oder dunkel? Sperrstern. In die Klasse können wir switchen. Jetzt schaue ich mal. Eine Unterstützerklasse mit hoher Ausdauer. Eine Vanadis ist eine für die Gruppe wie ein Fels in der Brandung. Sie kann den Herbeirufungszauber Freya erlernen. Der was macht? Stellt nach dem Sieg in einem Kampf 7% der TP aller Verbündeten wieder her. Heilige Energie lässt Lanzen herabregnen, die im Angriff Schaden verursachen. Mhm. Trefferpunkte gehen sehr nach oben, wie man sieht. Speersterne stellen eine ausgewogene Klasse dar. Sie können die Gruppe unterstützen, indem sie diese im Kampf stärken. Sie können auch Zauber erlernen, die Werte erhöhen. Verfügen selbst über einige Ausdauer. Die Effekte von Statusboni aufgrund der Aktion halten bis zum Ende des Kampfes an. Licht des Meteors. Mhm. Ist jetzt hier der Vorteil? Mehr magische Punkte. Tja. Sie sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Aber ich warte auf hier, auf Vanadis. Weil irgendwie kann ich ja nicht ab wieder zurückwechseln. Oder kann ich das jetzt noch machen? Ging nicht, ne? Ich kann es noch mal probieren. Who is switching classes? Ich möchte wechseln. Try to switch your class. You're already the strongest class you can be. Focus on leveling up. Nee, finde ich nicht. Who is switching classes? Try to switch your class. Looks like you don't have the class item that you need to reset your class. Aha, da brauche ich also auch noch ein Item. Nun gut. So sei es. Dann, weiter. Frage ist, wohin?
Lecker Schoko. Schoki. Ja. Ich wind. Warte mal, wer ist hier? Mond, nee. Ja, wo sind sie denn alle? Hier ist noch einer. Stacheligelheide. Ich guck mal immer hier. Da waren wir ja schon. Wer könnte denn hier sein? Nach da hinten müssen wir irgendwie. Der hat immer noch. Ja. Oh. Kiste. Wie gut. Ach, guck mal. Ach du Heilige. Aber der ist nicht eingezeichnet gewesen. Das finde ich nicht gut. Und hier habe ich auch irgendwie noch keinen. Hier hatte ich noch keinen. Merkwürdig. So. Da hinten wohl auch noch so einer sein wird. Man weiß es nicht. Was, alles platt? Geh mal schnell. Na, was macht ihr denn hier? Welcome. I have a wide variety of weapons from you to purchase. You're welcome. Ja, come again. Without quality armor, it won't matter how good your weapons come again. Alles klar. We can take this in no time. Really? Did you see that? Schon gewonnen. Seit wann ist dieser Weg frei? Und wer mag hier sein? Daria, Edelsteintal. Das meinte ich mit... Kamerafahrt. There's a Benavidon presence nearby. Let's search. Ja, nur welcher? Welcher? There's a Benavidon presence nearby. Let's search. Hast du schon mal gesagt? Carmin-Igel?
So wenig habt ihr den bis jetzt abgezogen? Wo seid ihr denn? Die Igel, ne? Looking forward to beating that thing. Das ist der Erd. Dann könnte es gut sein, dass der mit Wind zu bekämpfen ist. Das sieht ja echt cool aus. Schöne Gegend, mal was anderes. Ach, die Igel, die habe ich so gehasst in Seagull of Mana. Ich meine, so wirklich gut sind die ja auch nicht. Auch ein bisschen nervig, aber nicht so extrem. Könnten einen ordentlich Schaden zufügen in Seagull of Mana. Wenn du da nicht fix warst. So. Und wie sieht's hier aus? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. 15 hat das Mädel auch schon. Ich meine, Stärke ist ja nicht verkehrt. Nee, aber ich möchte halt... Wieder aufheben. Direkt durchstarten in der dritten Klasse. Ich weiß nicht, wie clever das ist. Typen werden nicht einfacher. Die Bosse. Aber ich meine, die Reihenfolge ruhig ich mir aus, ne? Oder echt. Hallo? Nee. Da war nur ein gelber Orb. Noch eine Minute. Erfahrungsbuff. Kommt her! Jetzt gibt's den Beben! Für ein bisschen mehr Erfahrung. Und wer kriegt alles einen drauf? Alter Falter. Ja, irgendwie hat der jetzt nicht so viel gemacht. Der geht so straight. Ich dachte, das wäre ein AOE. Alter. Wer, ich? My aim was true and my power unbeatable. Ha, was ist denn da? Ja, sage mal, der bewacht sein Ei. Moin! Babydrache, süß. Aua, aua, aua. Oh, der zieht auch. Guck mal, der rollt auch so wieder so durch die Gegend. Wondrous place. There are gems littering the ground. Ja, schön, ne? Get out of my way before I break you. Next. There's gems just sticking out of the ground here. Hmm. Falsche Richtung. Oh. Wer bist du denn? Warum zeigst du dich nicht mehr auf der Karte? Kleiner Drecksack. Gelegentlich dreifache Erfahrungserhöhung. Das ist sehr schön. Wo geht's weiter? Hier?